Die sibirische Katze ist eine halblanghaarige Rassekatze von kräftiger Statur, die seit 1987 planmäßig gezüchtet wird und in kurzer Zeit weltweite Verbreitung gefunden hat. Sie zählt zu den ältesten Hauskatzenrassen überhaupt und stammt, wie alle Hauskatzen, von der afrikanischen Wildkatze oder Falbkatze. Es ist nicht eindeutig geklärt, seit wann das Langhaargen so verbreitet in der russischen Katzenpopulation ist, und die Fachleute streiten noch darüber, wie sich das lange Fell in der Population verbreiten konnte. Jedenfalls ist es bei Kälte sehr nützlich und sieht sehr attraktiv aus. Seit 1997 ist die sibirische Katze von der Fédération Internationale Feline offiziell anerkannt. Die sibirische Katze zeichnet sich durch ein sehr dichtes, wasserabweisendes Fell aus. Um den Hals und die Brust bilden die Katzen im Winter einen auffälligen Kragen und besonders flauschiges Fell an den Hinterbeinen. Sie ist eine mittelgroße bis große Halblanghaarkatze mit einem mittellangen buschigen Schwanz, der auch im Sommer seine Fülle behält. Die Ohren sind mittelgroß breit am Ansatz, weit gesetzt und sollen gut abgerundet sein. Der Charakter der sibirischen Katze zeichnet sich durch eine Mischung aus Anhänglichkeit und natürlicher Wildheit aus. Sie ist agil und selbstbewusst und für eine Rassekatze ist bei ihr das Wesen der normalen Hauskatze noch recht lebendig. Die sozialen Vierbeiner brauchen den Kontakt zu anderen Katzen und sind nicht gerne alleine zu Hause. Sie haben einen hohen Bewegungsdrang und sollten idealerweise auch nach draußen in einen großen Garten dürfen. Dort bewegen sie sich gerne und gekonnt. Sibirische Katzen gelten als intelligent und abenteuerlustig. So lernen viele Sibirer beispielsweise schon in jungen Jahren, sogar Türen zu öffnen. Eine sibirische Katze, unter optimalen Bedingungen gehalten und gesund gezüchtet, kann mit etwas Glück 12 bis 15 Jahre alt werden. Für weitere Informationen und unsere Tipps und Empfehlungen bezüglich Ernährung, Pflege und wie du deine Katze in kürzester Zeit stubenrein bekommst, findest du unten in der Beschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und abonniere unseren Kanal.